Michail Chodorkowski war Anfang der 2000er das, was Alexei Nawalny heute ist. Putins größter Gegner. Die Konsequenz? 6 Jahre in einer kleinen Gefängniskammer, 4 weitere Jahre in Arbeitslagern. Besonders schwer war es, als ich verstanden habe, und das muss leider auch Alexei Nawalny verstehen, es gibt keinen festen Zeitpunkt, an dem du garantiert rauskommst. Sie können jederzeit locker noch 1 Jahr, noch 5, noch 10 Jahre drauflegen. Es ist nicht leicht zu verstehen, dass du im Gefängnis sterben kannst. Einst war Chodorkowski einer der einflussreichsten Menschen Russlands. Ein Unternehmer und Oligarch, der sich später öffentlich gegen die Politik Wladimir Putins positionierte. 2003 wurde Chodorkowski wegen Betrugs verurteilt. Genau wie im Fall Nawalny gilt das Urteil als politisch motiviert. Und genau wie Nawalny war auch Chodorkowski 2003 zunächst im Ausland. Alexei war in der gleichen Situation wie ich. Entweder er bleibt in Deutschland und niemand hört ihn, oder er kehrt zurück nach Russland und das Gericht bietet ihm eine Bühne, von der aus er von vielen Menschen gehört wird. Und deshalb war mir klar, dass er zurückkehren muss. Nawalny versucht, diese Aufmerksamkeit zu nutzen. Seine Verhaftung und Verurteilung führten zu Protesten in mehr als 120 russischen Städten. Sein Team hatte die Bevölkerung für heute dazu aufgerufen, mit Taschenlampen in Innenhöfe zu gehen. Symbolisch gut, aber zu wenig, meint Chodorkowski. Solche Aktionen werden in unserem Land nicht zu einem Machtwechsel führen. Die herrschende Regierung ist heute dazu bereit, zu schießen, zu töten, zu vergiften, wie wir alle sehen. Veränderungen wird es nur geben, wenn die Menschen wirklich auf die Barrikaden gehen. Michail Chodorkowski, der seit seiner Begnadigung 2013 im Exil leben muss, hofft darauf. Auch um eines Tages wieder in seine Heimat zurückkehren zu können, in ein verändertes Russland.